Die Werbebranche und ihre Kunden haben es im Netzzeitalter nicht leicht. Bannerwerbung wird von Usern bestenfalls versehentlich angeklickt. Und die zunehmend beliebter werdenden Adblocker versprechen der Netzcommunity sogar ein vollkommen werbefreies Internet. Die Antwort der Branche auf diese Misere nennt sich Native Advertising, also Werbung, die sich möglichst unauffällig in das jeweilige Medium einfügt. Wenn also Mario Götze zwischen Kabinen-Selfies auf Instagram seine neuen Nikes abfeiert oder der Beitrag eines Online-Mediums nur durch einen winzigen Hinweis als Werbung zu erkennen ist, dann ist das Native Advertising. Für die einen trojanische Reklame, für andere die Zukunft der Werbung. Der Werber Miles Lord sieht Native Advertising als Teil einer generellen Trendwende in seiner Branche. Native Advertising ist ein Weg, wie wir Markenkonsumenten durch Inhalte erreichen können, auf eine natürliche Weise. Man wird nicht mit einem Werbespot, einem Banner oder etwas Lautem konfrontiert, sondern mit etwas Interessanterem. Da berichtet etwa die Deutsche Bahn in der Huffington Post und auf Focus.de über die schönsten Städte Deutschlands, die natürlich besonders gut mit dem Zug zu erreichen sind. Aber auch bei so unterschiedlichen Medien wie BuzzFeed, der New York Times, Z oder Bento kommt die anschmiegsame Werbung zum Einsatz. Und nicht zuletzt sind Blogger wegen ihrer Lesernähe bei Unternehmen als Überbringer ihrer Werbebotschaften gefragt. Sucht etwa ein Bio-Startup für eine Kampagne nach veganen Foodbloggern, dann wird das Berliner Unternehmen Blogfoster aktiv und filtert unter den 2000 Bloggern in ihrer Datenbank jene heraus, die am glaubwürdigsten zur Kampagne passen. Und das ist das Spannende, da der Blogger und der Blogleser sich wirklich in einem Vertrauens- und Expertenverhältnis bewegen. Deshalb ist es ein spannendes Thema, wobei der Blogger aber auch Acht geben muss und beispielsweise eine Kennzeichnung aus unserer Sicht unabdingbar ist. Gerade mit dieser Kennzeichnung nehmen es viele Medien aber nicht so genau. Gerne verwendete Formeln wie Sponsored Post oder Powered by klingen nach freundlicher Unterstützung und verstoßen gegen das deutsche Presse- und Wettbewerbsrecht. Denn alles, was nicht als Anzeige gekennzeichnet ist, ist schlicht und einfach Schleichwerbung. Aber auch korrekt gekennzeichnete Native Ads unterhöhlen mit ihrer Tarnstrategie die Grenzen zwischen Information und Werbung. Mit fatalen Folgen für die Medien ist der Journalist Bernd Ziesemer überzeugt. Das Wichtige, was heute unabhängige Medien noch haben, ist ihre Vertrauenswürdigkeit. Wenn man seine Vertrauenswürdigkeit verliert, was hat man dann eigentlich noch zu bieten? Und durch Native Advertising verliert man auf Dauer seine Glaubwürdigkeit. Neben Online-Medien haben Unternehmen aber auch die Reichweite von Stars und Sportlern über deren Social-Media-Kanäle für sich entdeckt. Mussten sogenannte Testimonials im vordigitalen Zeitalter noch vor der Kamera in ein Schokocreme-Brötchen beißen, werden sie nun selbst zum Werbesender. Eine Disziplin, in der etwa deutsche Spitzenfußballer Weltklasse sind. Auf Facebook, Twitter und Instagram featuren Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller oder Manuel Neuer Kopfhörer, Grillgeräte und Fotoapparate. Vermeintlich beiläufig und scheinbar privat. Für Bernd Ziesemer ist diese chronische Vermischung von Werbung und privaten Inhalten problematisch. Wir erziehen gerade junge Leute dazu, dass sie überhaupt keinen Unterschied mehr machen zwischen Werbung und seriöser, unabhängiger Information. Aber die Digital Natives erkennen durchaus, wer ihnen im Social Web etwas verkaufen möchte, weiß auch Ziesemer. Etwa wenn die sozialmediale Werbeoffensive allzu plump ausfällt. Dann reagieren die User mit Abwehr und Spott. Manuel Neuers Social-Media-Aktionen und Interviews im Rahmen einer Sony-Kampagne etwa gerieten zu einem werbemäßigen Eigentor und zeigen, Native Advertising ist nicht das neue Wundermittel, das sich die Werbebranche erhofft, sondern vor allem ein Versuch der Werbeindustrie, auf die neuen Kommunikationsgewohnheiten der Digital Natives zu reagieren.